Montag. Ich glaube, ich habe jetzt Montag. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger geschlafen. Weil es so schön ruhig war. Die regelmäßigen Hörer, Leser, Zuschauer werden es gemerkt haben. Kein permanenter Autoverkehr. Das liegt daran, dass heute der 3. Oktober ist und ein Feiertag. Viele wissen das gar nicht. Und wenn man das Video morgen guckt, dann sagt man auch, wieso, heute ist kein Feiertag. Nee. Also am 3. Oktober ist ein Feiertag und dieses Video wird am 3. Oktober, ist am 3. Oktober, naja, ich nehme es gerade auf. Und das ist Schwarzbrot mit Karamellmus. Karamellmus kann ich sehr empfehlen. Schmeckt wie Kekse. Zumal das hier auch noch das ist mit den Krümeln drin. Ja, und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich finde es aber spannend mit diesen YouTube-Videos. Denn wenn ich mir das angucke und gucke es mir ein Jahr später an, oder 10 Jahre später, dann ist das ja. Also meine Videos sind immer aktuell. Ne? Das ist natürlich was anderes. Aber teilweise gar nicht mehr aktuell oder es entspricht gar nicht mehr der Wirklichkeit oder Wahrheit. Wahrheit oder Wirklichkeit. Auch so eine schwierige Sache. Was ist denn wahr? Ne? Was ist wirklich? Ja, habe ich jetzt wirklich Krümel über auf einem von meinen Lieblingspullovern. Hier habe ich zum Beispiel einen Krümel, das ist die Wahrheit. Hier war ein Krümel. Da kann irgendwie dann keiner mehr nachprüfen. Es ist Wirklichkeit. Ne? Und ganz oft stehe ich irgendwo und denke, jetzt müsste ich langsam mal aufwachen. Ne? Tue ich da natürlich gar nicht. Obwohl ich manchmal auch schon aufgewacht bin, weil es dann tatsächlich ein Traum war. Also es ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich hatte in meinem Leben so oft die Situation, dass ich mir nicht darüber klar war, ob das, was ich tue, wirklich das ist, was ich will und was ich bin. Was ich bin. Und ich habe das immer noch. Also gerade wenn ich unter Menschen bin, ist es für mich zu behaupten, dass es schwierig sei, ist einfach gnadenlos untertrieben. Ich tue und sage dann Dinge, die ich einfach extrem befremdlich finde oder furchtbar grausam, anstrengend. Zumindest im Nachhinein. Währenddessen ist es auch schön anstrengend. Und ich weiß auch, wenn man nicht, ist das richtig, ist das falsch. So eine Wahrnehmungsfrage. Und es geht nicht darum, dass ich mir darüber nicht sicher bin, ob es richtig oder falsch ist, sondern bin ich überhaupt da? Oder ist das, was ich tue, wirklich das, was ich jetzt sagen möchte, oder sage ich das nur deswegen, weil ich glaube, dass jemand das gerne hören möchte? So, ich weiß es nicht. Also es gibt Momente, in denen ich ganz klar bin und in denen ich das hundertprozentig sagen kann, dass das, was ich sage, auch das ist, was ich meine. Und manchmal sage ich Dinge, bei denen ich glaube, sie passen gerade ganz gut. Oft passen sie dann, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. So. Aber ich sage sie, weil ich denke, es passt, könnte gut passen. Schlimm ist es, wenn es dann passt. Also wenn es nicht passt, ist es ja der Normalfall. Ich bin unpassend in einer Situation. Schlimm ist, wenn es dann passt. Dann muss ich den eingeschlagenen Weg weitergehen. Das ist eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Und ich habe ganz viele Drogen genommen. Da wusste ich, dass ich auf Drogen bin und dass dann
Sachen, dass dann Sachen einfach anders sind. Und dass ich auch Sachen anders betrachten muss oder andere Sachen. Und dann einfach mit einer anderen Wahrnehmung von mir aufgenommen werden. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wir haben lange gebraucht, ne? Also wirklich. Ich habe keine Uhr. Naja. Heute ist der 3. Oktober. Für mich, für euch wahrscheinlich, irgendein anderer Tag. Und das ist auch der Grund, warum ich darauf verzichte und verzichtet habe, Medikamente zu nehmen. Natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das halbwegs passabel abläuft. Aber das jedes Medikament, das ich einnehme, verändert mich. Verändert meinen Körper, verändert irgendwas. Und ich war schon immer gegen Medikamente. Obgleich ich es genieße, eingeschläfert zu werden. Also eine Narkose zu bekommen. Das finde ich wirklich sehr schön. Aber gut, ich merke auch, was danach passiert mit meinem Körper und so weiter. Aber dieses zwanglose einfach einschlafen und ich krieg's noch mit und kann mich nicht mehr dagegen wehren, das finde ich total cool. Also wirklich. Aber zurück zu den Medikamenten. Es ist einfach so ein Punkt, an dem ich denke, ich habe ohnehin schon Probleme, nicht genau zu wissen, was überhaupt passiert. Und wenn ich jetzt permanent ein Medikament einnehme, dann glaube ich, wüsste ich gar nicht mehr, wer ich bin. Das ist eine reine Theorie und ich kann das nicht beweisen, weil ich keine Medikamente einnehme und auch keine Medikamente einnehmen werde. Ich komme so ganz gut über die Runden. Ich erkläre euch am Mittwoch vielleicht auch gern nochmal, warum ich überhaupt über die Runden komme ohne Medikamente. Gretchen hat das auch gefragt, warum ich ohne Medikamente über die Runden komme, warum ich keine stationären Klinikaufenthalte habe oder hatte. Ich hatte auch noch keine. Und all die ganzen anderen Kram. Erkläre ich euch gerne am Mittwoch, aber der Hauptgrund für diese Medikamente ist wirklich, dass ich mich davor fürchte, noch weniger ich selbst zu sein, als ich es ganz oft schon bin. So. Mir geht ohnehin viel, viel Wirklichkeit und Wahrnehmung verloren, dadurch, dass ich mit meinem Kopf so beschäftigt bin oder mein Kopf mit mir beschäftigt ist. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie es jetzt eigentlich ist. Aber nee, nicht aber. Das ist eben der Grund. Punkt. So. Mein Grund. Dieses Video entspricht tatsächlich ausnahmsweise mal den Aussagen des Verfassers. Was aber nicht bedeutet, dass die Einnahme von Medikamenten schlecht ist. Für mich ist das nicht gut. Ich würde niemals für andere Menschen sprechen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn gut ist. Und jeder kann das auch für sich selbst entscheiden. Wenn eine Frau ein Kind gebiert und möchte das mit einer PDA machen, dann soll sie das tun. Wenn sie das ohne machen will, dann soll sie das auch tun. Es ist halt ihr Körper, ihre Entscheidung. Sie muss das wissen, nicht ich. So, wer bin ich denn, dass ich sage, nehmt keine Medikamente ein? Wenn ihr das Gefühl habt, das ist der Ausweg, dann macht das. So. Und ich würde niemals sagen, aber denkt darüber, nein, macht doch, was ihr fühlt. So. Denn in dem Punkt, glaube ich jedenfalls, wenn ich bei den Gefühlen bin, dann ist meine Wahrnehmung ungetrübt. So. Nur manchmal kollidieren Gefühle auch mit der Wirklichkeit. Jetzt wird es kompliziert. Ich finde, wir brechen das Video jetzt ab. Es ist ein Feiertag. Ihr müsst euch mit so einem Kram gar nicht beschäftigen. Ich habe jetzt noch viel zu tun. Ich muss ja wirklich noch viel machen. Weil es für mich keine Feiertage gibt. Und ich gebe noch, nachher hab ich noch, ich habe sogar noch einen Gitarrenschüler heute, weil ich gesagt habe, klar. Ja. Und jetzt muss ich echt arbeiten. Mist, verdammt, ich hatte eigentlich jetzt lieber Lust zu schlafen. Aber so ist das eben. Wir arbeiten jetzt mal. Also ihr könnt natürlich, wahrscheinlich guckt ihr das Video alle erst morgen. Macht ja nichts. Heute ist der 3. Oktober.
Nächstes Jahr geht es wieder am 3. Oktober. Vielleicht guckt sich dann das jemand das Video an und denkt, ey, top aktuell. Genießt den Montag. Oder alle anderen Tage. Wir sehen uns.